Blood and Honor, Blut und Ehre, so nennt sich ein internationales Neonazi-Netzwerk, das selbst vor Terrorismus nicht zurückschreckt. In Deutschland hat Blood and Honor Rechtsextreme wie das NSU-Trio unterstützt. Zwar wurde das rassistische Netzwerk im Jahr 2000 verboten, doch monatelange Recherchen und mehrere Berichte von Report Mainz, Fakt und Report München zeigen, dass es viele Merkwürdigkeiten gibt. Die Szene soll nach dem Verbot weitergemacht haben. Zentrale Ermittlungen dazu gab es jedoch nie. Warum eigentlich nicht? Womöglich hat der Verfassungsschutz seine Hand mit im Spiel. Hat der Verfassungsschutz die Szene abgeschirmt, Ermittler ausgebremst, um seine V-Leute im rechtsradikalen Milieu zu schützen? Recherchen von Heiner Hoffmann und Markus Weller. Ein Neonazi-Konzert im thüringischen Eichsfeld vor einigen Wochen. Eine Band singt das Ku Klux Klan-Lied über den vermeintlichen Kampf für die weiße Rasse. Bands und Publikum stammen aus dem Umfeld von Blood and Honor. Eine ultrarassistische Neonazi-Truppe mit elitärem Anspruch und sogar einem terroristischen Arm. Combat 18 heißt der, vertreten auch hier im thüringischen Eichsfeld. Eigentlich dürfte es all das gar nicht mehr geben. Denn Blood and Honor ist seit 2000 in Deutschland verboten. Doch trotz Verbot nicht tot. Daraus macht Blood and Honor selbst keinen Hehl. Ich gehe davon aus, dass es die Strukturen, die es damals bei Blood and Honor bzw. beim Militantenarm Combat 18 gab, auch heute noch gibt. Die Militanz. Der Umstand, dass diese Nazis bis an die Zähne bewaffnet sind, davon gehe ich aus, dass es das heute auch noch gibt. Und so sieht es aus, wenn die Anhänger ihre Ideologie ausleben. Ballstedt in Thüringen. Mehr als ein Dutzend Neonazis stürmen plötzlich eine Kirmesgesellschaft, schlagen ohne Rücksicht auf Verluste auf sie ein. Das Resultat: 10 Verletzte. Mehrere Täter, damals aus dem Blood and Honor-Umfeld. Eine gewaltbereite Truppe. Blood and Honor hat auch das NSU-Trio maßgeblich unterstützt. Mit Unterkünften, Sprengstoff, mutmaßlich auch Waffen. Wie kann es sein, dass diese im Jahr 2000 verbotene Organisation bis heute ihr Unwesen treibt? Anhand umfangreicher Unterlagen gelingt es uns, das nachzuzeichnen. Eine Behörde gerät dabei in den Fokus. Das Bundesamt für Verfassungsschutz. Rückblick. Vor wenigen Wochen enthüllen Report Mainz, Fakt und Report München gemeinsam, dass der ehemalige Chef von Blood and Honor, Stefan L., der V-Mann Nias war. Wir haben hier eine zentrale Figur von Blood and Honor mit Kenntnis zu europaweiten und bundesweiten militanten rechtsterroristischen Aktivitäten. Hat der Verfassungsschutz schon früh seine schützende Hand über ihn gehalten? Im Jahr 2000 überlegen Ermittlungsbehörden, gegen Stefan L. und seine Neonazi-Truppe vorzugehen. Da geben Verfassungsschützer zu Protokoll: Stefan L. habe glaubhaft seinen Ausstieg aus der Szene behauptet. Die Ermittler lassen daraufhin von ihm ab. Dabei ist er damals weiterhin aktiv. Und auch nach dem Verbot von Blood and Honor gibt es nie bundesweite Ermittlungen vom zuständigen Generalbundesanwalt gegen die weiterhin aktiven Akteure. Offensichtlich bestand kein Interesse daran, etwas zu ändern, also mit Mitteln des Rechtsstaates dagegen vorzugehen. Stattdessen wurde bagatellisiert, wurde versucht, auch die eigenen Quellen zu schützen. Das sind Bestrebungen, die aus meiner Sicht nicht rechtsstaatlich sind. Quellen wie der V-Mann Nias sollten die Nachfolgestrukturen von Blood and Honor nach dem Verbot beobachten. Sie haben umfangreich berichtet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kommt gegenüber Ermittlern vom Bundeskriminalamt aber zum Schluss: Es gebe keine Hinweise, die auf Bestrebungen zum Erhalt von Blood and Honor auf Bundesebene hindeuten. Das Resultat: Es gab auch nie Ermittlungen des zuständigen Generalbundesanwalts. Doch stimmt das? Die Abgeordnete Martina Renner konnte zu diesem Komplex zahlreiche Unterlagen einsehen. Ihre Einschätzung ist äußerst kritisch. Das Bundesamt hat mit dieser Einschätzung ganz bewusst gelogen. Weil zu dem Zeitpunkt hatten sie die Treffberichte irgendwie diverser Spitzel der Verfassungsschutzbehörden auf dem Tisch liegen, die von diesen Nachfolgetreffen der Führungsebenen und von den ganzen Reorganisierungen berichtet haben. Das BfV war die ganze Zeit informiert. Wenn das stimmt, hätte der Verfassungsschutz Ermittlungen gar ausgebremst, um seine V-Leute zu schützen, nicht auffliegen zu lassen. Thüringen 2005.
Führende Blood and Honor Kader vertreiben hier Szeneklamotten. Bevor die Polizei zugreifen kann, durchsucht jedoch plötzlich das Bundesamt für Verfassungsschutz. So steht es jedenfalls in einem Vermerk der Ermittler. Die Verfassungsschützer nehmen demnach sogar eine Festplatte mit. Laut Vermerk der Ermittler haben die Nazis daraufhin offenbar ihre Produktion verlagert. Die Polizei findet bei ihren eigenen Razzien später am gleichen Ort kaum noch etwas. Wenn der Verfassungsschutz eigene Exekutivmaßnahmen durchgeführt hat, wofür er nicht berechtigt ist, denn es gibt ein Trennungsgebot, das diese Aufgaben ausdrücklich auf die Polizei beschränkt, dann ist das ein weiteres Indiz dafür, dass der Verfassungsschutz in dieser Konstellation eine Gefahr für den Rechtsstaat ist und diesen im Kern aushöhlt. Wir konfrontieren das Bundesamt für Verfassungsschutz mit all diesen Vorwürfen. Es teilt lediglich pauschal mit, dass die Verfassungsschutzbehörden über keine exekutiven Befugnisse verfügen und daher keine eigenen Durchsuchungsmaßnahmen durchführen. Ermittler jedenfalls haben teilweise aufgehört, den Verfassungsschutz vorab über Razzien zu informieren, aus Angst vor Verrat. Auch das geht aus Aktenvermerken hervor. Selbst die Blood and Honor-Aktivisten von damals wundern sich. Uns liegt die Aussage eines früheren hochrangigen Mitglieds vor. Mittlerweile ist er ausgestiegen. Nach dem Verbot haben wir uns einfach weiter getroffen. Es gab weiterhin Sektionschefs und einen Deutschlandchef. Wir haben bei der Kommunikation einfach den Namen Blood and Honor weggelassen. Die Behörden schienen nicht interessiert daran, unsere Strukturen zu zerschlagen. Ermittler beschwerten sich jedenfalls über Jahre, dass der Verfassungsschutz ihnen wichtige Informationen verweigerte, dadurch Ermittlungen behinderte. Mit Verweis auf den Schutz von V-Leuten. Blood and Honor jedenfalls gibt es noch heute. Schon beim NSU hat sich die Frage nach der Rolle des Verfassungsschutzes und seiner V-Leute gestellt. Nun bei Blood and Honor. Irgendwas läuft da beim Verfassungsschutz offenbar ziemlich schief.